Noch ein kurzes letztes Lied, das handelt von meiner Suche und auch dem Finden eines, nicht nur eines Hobbys, sondern auch einer Gemeinschaft vielleicht. Und genau. Ich suchte lang nach einer Community, nicht zu Mainstream und nicht zu alternativ. Ich ging in einen Chor, doch das hielt nicht lange vor, denn ich sing meistens schief. Dann machte ich irgendwas mit Zahlen, doch merkte bald, damit krieg ich keine Frauen rum. Dann ging ich zu den jungen Liberalen, doch da hatte ich das gleiche Problem. Und außerdem waren die alle dumm. Und so verbrachte ich mangels einer Peer Group meine Tage ganz allein mit einem Bierkrug. Doch vorbei sind endlich diese tristen Stunden, denn ich hab was gefunden. Ich geh jetzt bouldern mit einer coolen Mütze, wo ich selten boulder, sondern meist daneben sitze mit einem Flammkuchen vegan und einer Bio-Limonade. Ich geh bouldern. Ach, wie schön, dass ich ein neues Hobby habe. Mittlerweile lebe ich in einem VW-Bus. Ein Bett und meine Mütze, das ist alles, was ich brauche. In meiner Freizeit jongliere ich mit Bio-Äpfeln auf einer Slackline. Und Yoga mache ich selbstverständlich auch. Zur Boulderhalle fahre ich mit dem Longboard. Dort angekommen ziehe ich zuerst mein T-Shirt aus, denn oberkörperfrei ist man einfach viel beweglicher an den Armen. Und damit mir nicht kalt wird, hab ich ja meine coole Mütze auf. Dann zwänge ich meine Füße in die viel zu kleinen Schuhe und nehme noch einen Schluck aus meinem Haferlatte. Und dann chalke ich ausgiebig meine Hände und dann geht's auf die Matte zum Boulder. Und ganz egal, wie sehr ich schwitze, dabei trage ich zu jeder Zeit meine coole Mütze. Umso besser schmeckt mir dann die kalte Bio-Limonade beim Boulder. Ach, wie schön, dass ich eine coole Mütze habe. Doch Boulder ist nicht billig, manchmal habe ich wenig Knete. Aber dann arbeite ich einfach an der Theke beim Bouldern. Ja, das finde ich wirklich spitze und die vorgeschriebene Arbeitskleidung ist nur eine coole Mütze. Ich verkaufe dir eine teure Bio-Limonade beim Bouldern. Ach, wie schön, dass ich ein neues Arbeitsverhältnis habe. Vielen Dank.